wenn ich auf diesem Eisberg krepiere, dann zusammen mit Danik. Das ist toll. Wer war Danik? Ach so, Danik, genau. Wow! Waren wir hier nicht schon mal? So viel wie wir waren nicht schon mal. Aber. Ja. Sag mal. Schon dabei. Ja, Ich bin ein bisschen erkältet, aber das ist überhaupt kein Problem. Aber nur nicht, dass ich euch das irgendwie stört. Ernsthaft? Was ich eigentlich sagen wollte, ihr hört es vielleicht, es gibt einen massiven, wirklich einen massiven Unterschied zu unseren vorigen Let's Plays. Da hatten wir ja immer ein bisschen Rauschen dahinter, da war mal die Musik lauter, dann waren wir lauter. Liegt darin, wenn man ein neues Mikrofon und dieses Mikrofon ist wirklich hammer, mega geil. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir, wenn wir jetzt weiterlegen. Mit genau. Einem Abwärtsgang. Wow. Du bist der Krieger von oben. Du bist der Tiefste. Wow. Ich krieg dich noch. Hui. Was? Aua! Ja, beim dritten Teil finde ich es krass, dass halt noch Menschen gegen dich antreten. Ja, das Menschen Mutanten. Ja, nicht nur Mutanten, wo du eigentlich schon genug Arbeit mit hast. Oh, ist noch was? Sicherheitsschutz. Das hört gut an. Auf jeden Fall. So, was ist das da? Wieder so ein Hackding, glaube ich, ja? Mhm. Ja, aber klar. Aber Hacken ist lustig. Nein. Ja. Boah. Die werden immer schwerer. Ja. Ah! Aber gerade so. Ah, meisterlich. Und ich war die Eier verwetten. Ja. Die Eier verwetten, das war ja auch. Blacklist 10 Need for Speed Most Wanted, Leute. Genau. Klickt mal rein. Sehr interessant gewesen. Ja, hab ich meine Eier drauf verwettet, dass ich die Runde schaffe. Zweimal verkackt das habe. Das wäre die Antwort, aber wir wurden getäuscht. Der Mond ist die Quelle des Signals. Ist Wahnsinn. Mach uns vollkommen abschalten. Das sind keine Hilferufe, sondern Befehle. Und wir waren dumm genug, sie zu befolgen. Der Mond? Müssen wir jetzt wie bei Dragon Ball den Mond zerstören oder was? Das wäre geil. Stell dir mal vor, du musst den Mond zerstören. So, mehr wollte ich nicht. Ja, Leute, ihr habt gelesen. Wir haben einen neuen Anzug und den werden wir uns jetzt aber sofort unter die Lupe ziehen. Aber natürlich. Elite-Anzug! Na, das hört schon mal roter richtig gut an. So, da haben wir ihn doch. Ja, den Elite-Anzug, den möchte ich jetzt mal anziehen. Isaac, bis gleich. Boah. Wenn du jetzt noch rote Augen bekommst, geil. Der rote Augen hat nur er, der andere. Ja, egal. Das sieht, seht ihr auch, wenn auch ihr Multiplayer macht. Dann hat einer den normalen Anzug wie er hier und einer hat den roten. Also man kann statt umkloppen, wenn man haben möchte. Also wenn wir mal hier Koop spielen, dann will ich den roten Anzug, ne? Können wir mal die Leiche? Nein.
Nein, das kriegen wir alles, das ist überhaupt kein Problem. Das ist alles gut. Oh. Ja. Ah, schieß. Oh, hallo. Wer bist denn du? Ach, ein Krabbelmonster. Rot, schnelles. Also diese Waffe ist manchmal nicht so gut. Manchmal geht es eben nicht über den Kassel. Okay, nur ein Witz. So. Okay. Schon ein bisschen um erstmal. Oder da ist irgendwas. Ich habe keine Lust, zu hinzugehen. Hab ich jetzt gerade. Ach egal. Oh! Ja, übertreibt. Ja, hallo. Ja. Hallo. Ah, so. So Granatenwerfer, der ist nicht geil. Au. Ach du Heilige. Nein, oder? Kleine Knie-Bomber! Ja genau, so ist es auch gemacht. Ich werde glaube ich nur explodieren. Nachladen, Knie-Bombis! Wollt ihr mit? Oh. Was? Boah! Ich habe mit. Irgendwie habe ich damit jetzt schon gerechnet. Ja, aua. Da ist noch einer. Langsam. Na, herzlichen Glückwunsch. Jetzt schnell weg! Schnell weg, erstmal treten! Wow! Gib alles, lauf! Männlichkeit! Boah! Mann! Kein Bock auf solche Viecher! Also, das ist echt geil! Es geht immer weiter. Also jetzt mit meinem Schacht bitte. Ach so, klar. Mach Platz. Oh. Ach du Knie, die Bombis. Wir sehen. Bombenstimmung. Und wie weit geht dieser Schacht ins Nimmerland? Weit. Ach du Scheiße, da musst du Stase einsetzen. Jo. Oh Mist. Oh. Boah, das war aber wirklich Millimeterarbeit gerade eben machen. Wow, das Netz. Oh. Hey, super, ey. Aua, natürlich. Boah. So. Wo ist denn der Rest? Alle tot. Isaac Clark hat den Rest erschossen. Dann fordert Verstärkung an! Aber wie sollen sie uns erreichen? Wir können die Lüftungssysteme von hier aus öffnen. Kapitel 17. Eine seltsame Stadt. Ja, was man vielleicht noch so erwähnen sollte. Isaac, alles in Ordnung. Wir spielen das Spiel auf PC über den Ich versuch's. Finden Sie einen Weg in die Stadt. Wir treffen uns unterwegs. Das Spiel gibt es auch, oder man hat es eben drin gesehen, am E. Ein E gibt es nicht auf dem Controller, gibt es nicht? Nee. Da gibt es schon nochmal keine. Es gibt das Spiel auch noch auf der PlayStation 3. PlayStation 3, auf der Xbox, Computer. Das sollte reichen. Vielen Dank. Ganz genau. Ah,
So. So, wir haben uns Energie geholt und können jetzt, glaube ich. Ah, wir können auf jeden Fall in die Workbench, aber was wollen wir schon noch in der Workbench? Also gehen wir mal da hinten lang. Wir müssen nämlich ja jetzt Darren oder wie auch immer dieser komische Kerl hieß, den müssen wir jetzt erstmal suchen. Irgendwie das Gefühl immer, wenn ich F drücke. Oder E. E ist es, genau. Das ich. Ist das das? Sieht schon leicht gestört aus, aber hier ist noch irgendwas. Jetzt mein Inventar ist voll. Ach du Scheiße. Da habe ich ganz schön viele Medikits. Aber das könnte man daran erklären. Hallo Mikrofon. Das könnte man daran. Er steuert die Marker. Er ist das Endstadium der Kreaturen. Oder könnte es werden? Die Bewohner dieses Planeten konstruierten eine Maschine, die den Mond in der Entstehung festhielt. Aber das reichte nicht. Auch halbfertig kommuniziert das Signal des Mondes mit den Markern zu Hause. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt inmitten aller Sterne ein Netzwerk aus Geschwistermonden. Jeder Vervollständigte vernetzt sich damit und macht sie auf sich aufmerksam. Vervollständigt sich dieser, kommen seine Brüder auf der Suche nach Nahrung. Aber es gibt Hoffnung. Die Konfiguration der Maschine wurde nie beendet. Sie sollte den Mond nicht einfrieren, sie sollte ihn zerstören. Sie brauchen den Kodex. Als Schlüssel die Maschine zu entsperren und zu rekonfigurieren. Folgen Sie meiner Spur ins Herz der Maschine und beenden Sie diesen Albtraum. Aber haben Sie das gehört? Die Maschine kann den Mond zerstören. Sie muss nur richtig konfiguriert werden. Was ist mit Danik? Es reicht nicht, Danik nur aufzuhalten. Wir müssen uns den Kodex zurückholen. Mit ihm können wir die Maschine rekonfigurieren. Aber Serrano hat den Durchgang mit Alien-Hieroglyphen versiegelt. Ich sehe mich mal um, ob wir sie umgehen können. Nein. Muss ich mir das merken? Ah! Mach nochmal. Also, mach mal nichts. Ja. Wenn du abspielen machst, siehst du doch, dass das die zwei erst blau werden und dann die. Und dann kommt doch das rote. Ja. Und ich glaube, du musst dann rot, 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 rot drücken. Dann öffnet sich vielleicht die Tür. Ja, rot, 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 rot. Pass auf. Ja, gut. Ja, 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 ja. Weißt du, was ich meine? Ja, man kann es auch so machen. Toll, die Frage ist halt... Was für Symbole nimmst du? Also stimmt schon mal nicht. Hey, what the fuck? Gibt's aber auch immer nur zwei. Nix. Drück nochmal E. Ja. Der gibt dir einen Ruf vor. Und diesen Ruf müssen wir komplettieren. Wenn ich das richtig verstehe. Nein. Ich glaube, das war am Anfang schon so. Nehmen wir jetzt einfach mal so. Filmen es nochmal. Boah, Leute. So. Nein, wir öffnen es einfach so. Hä? Ich hasse solche Dinge.